Der Gesellschaftsfonds Zusammenleben der Landeshauptstadt Hannover unterstützt finanziell Projekte, Projektträger, Ideen, die die Integration unserer Stadt verbessern sollen, um dann eben das Zusammenleben unserer Stadt noch besser zu gestalten. Unser größtes Angebot für Senioren ist eine Chorgemeinschaft. Der Chor Heimatmelodie trifft sich einmal in der Woche hier. Das sind Chormitglieder hauptsächlich Menschen, die Spätaussiedler sind. Dann gibt es den Singkreis Sing mit. Der wird von der Gemeinwesenarbeit koordiniert. Im Rahmen des Gesellschaftsfonds haben wir halt das Angebot geschaffen, dass diese beiden Chöre sich zusammentun können, um gemeinsam für Auftritte im Stadtteil eben zu proben, aber auch um sich kennenzulernen. Die Sängerinnen und Sänger von Sing mit sind halt alles deutsche Senioren, die sich sehr schwer damit getan haben, auch Zugang zu finden zum Chor Heimatmelodie. Und das ist jetzt über diesen Zeitraum, wo wir gemeinsam zusammen gesungen haben, aufgeweicht und sie sind sich sehr viel näher gekommen durch dieses Projekt. Unsere Jugendlichen und Seniorengruppe haben sich zusammengesetzt, ein Buch geschrieben, das ist diese Hannover ist unser Zuhause. Das wichtigste Ziel war, dass die Jugendlichen von unserer ersten Generation lernen. Die Jugendlichen sagen immer noch, ja, ich kann diese Geschichte nicht mehr vergessen, was für Lieben waren. Da waren schöne Lieben, viel schöne Lieben und auch sehr traurige und schwierige Lebensgeschichten. Damals, als sie gekommen sind, erste Migranten, die hatten nicht viele Möglichkeiten, um sich hier zu integrieren. Und im Gegenteil ist die jetzige Jugendliche, viele schätzen nicht ihre Chancen und deshalb haben wir sowas gedacht, dass sich dann wir vom Älteren lernen und uns als Vorbild nehmen. Sie müssen sich vorstellen, es wird eine bestimmte Summe an Geldern zur Verfügung gestellt und ich finde, das ist eine gute Summe, das sind 150.000 jährlich bis dato gewesen. Und da kann sich jeder bewerben und jeder, der eine Idee hat. Und mit dieser Idee hat er sich noch nicht getraut, irgendwo zu bewerben, weil er sagte, da passt nicht in das Raster oder der Antragsformular ist für mich zu kompliziert oder das gesamte Verfahren. Bei uns trauen sich auch Personen, auch Privatpersonen mit einer für sie innovativen Idee zu bewerben und bekommen das Geld. Wir befinden uns jetzt in einem Projekt, das nennt sich Hochbegabung oder ADHS. Ein Viertel der Kinder haben mal so eine Vermutung oder Diagnose sogar von der Ärztin gehabt, ein ADHS-Kind. Und nach unserer Arbeit wurde es bei keinem Kind bestätigt. Mein Name ist Elena Kern. Ich bin die Mutter eines achtjährigen Kindes, das an dem Projekt von Liliane mitgemacht hat. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass mein Sohn so musikalisch ist. Er hat die Noten genommen, die man gar nicht so hören kann. Also ganz oben, ganz hoch diese Töne dann und richtig getroffen. Das war eine Entdeckung für mich. Die Begebenheiten in den fremden Ländern ist hier nicht geläufig, ja. Also und wenn die Sprachprobleme auch noch da ist, ja, da sind die Lehrer und die Lehrerinnen nicht in der Lage, das zu erkennen, ja. Und da ist die Zusammenarbeit mit den Eltern auch irgendwie erwünscht und gefördert in der Hinsicht. Und deswegen ist das auch wichtig, dass die Eltern in der Lage versetzt werden, dieses Problem anzupacken. Die Jury hat die Aufgabe, zunächst Handlungsfelder auszusuchen, in denen eben die Integrationsarbeit verbessert werden könnte. Das sind zum Beispiel Themen wie Stärkung der Seniorenarbeit in unserer Stadt unter dem migrationsspezifischen Aspekt natürlich,
ein Thema, da ging es um die Stärkung der Eltern-Kind-Arbeit, eben auch, wie arbeitet man mit Familien mit Migrationshintergrund. Oder eben auch die letzte Ideenausschreibung, dabei ging es um die Partizipation, politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund und das eben im Zusammenhang mit den bevorstehenden Kommunalwahlen. Unser Projekt heißt Super Kino, die Rechte der Kinder in internationalen Filmen. Wir möchten von allen vier Gruppen zeigen, welche Kinderfilme es gibt, die zu diesem Thema überhaupt existieren. Und wir möchten auch mit den Kindern dazu malen und mit den Eltern diskutieren zu dem Thema. Ich denke, dass Eltern ihre Kinder erziehen, so wie sie es wissen, so wie sie es können. Manchmal holen sie sich Hilfe von außerhalb, aber meistens sind sie sich selbst überlassen. Und wenn sie in so einem Projekt Hilfestellung bekommen, zur Erfahrungsaustausch kommen, Informationen bekommen, das ist für sie eine große Hilfe. Und das, denke ich, darin liegt diese Stärke, die Stärke dieses Projektes. Wir haben Jugendliche befragt, was stellt euch ihr Leben vor, Arbeiten, Wohnen, Schule und natürlich auch Politik. Wie wird Politik in 20 Jahren aussehen? Wie wird euer Anteil daran sein? Wie sehen Beteiligungen aus an Politik heute und in 20 Jahren? Mit diesen Jugendlichen möchten wir als sogenannte Scouts durch Begegnungsstätten im Stadtteil gehen. Wir möchten Migrantenvereine besuchen und dort speziell Migranten befragen, was sie sich wünschen, um politische Beteiligung für sie einfacher zugänglich zu machen und einfach auch Hemmschwellen abzubauen. MISO ist ein Netzwerk von jetzt 36 Initiativen, Vereine, Gruppen mit Migrationshintergrund. Dieses Netzwerk ist vor anderthalb Jahren gegründet worden durch 24 Initiativen. Und im Laufe der Zeit, in den letzten anderthalb Jahren, ist weiterhin gewachsen. Also die Notwendigkeit war da. Seit Jahren war dieser Bedarf, dass Migranten-Selbstorganisationen sich vernetzen, damit ihre Interessen gemeinsam Politik und Verwaltung oder Stadtgesellschaft zu vermitteln. Also der Zugang zu türkischen älteren Frauen ist schwierig, gestaltet sich schwierig. Wir haben jetzt einen Kreis von türkischen älteren Frauen, die zum Teil hier schon ganz lange im Mittelfeld leben, die kaum der deutschen Sprache mächtig sind, die sehr vereinsamt sind, obwohl sie aus Großfamilien kommen, aber das traditionelle Bild sich einfach auch in türkischen Familien verändert hat. Das heißt, diese Frauen sind über Tag alleine, weil ihre Schwiegertöchter, Töchter, Kinder, Enkelkinder gehen zur Schule, in den Kindergarten, ins Jugendzentrum oder zur Arbeit. Und diese Frauen sitzen isoliert, einsam, zum Teil verwitwet in ihren Wohnungen. Wir haben Zugang über dieses Projekt des Gesellschaftsfonds zu diesen türkischen Frauen bekommen. Was die Frauen sich gewünscht haben, war, dass sie einfach mal schwimmen gehen wollten. Sie wollten ein Schwimmbad kennenlernen und sie wollten schwimmen lernen. Und das haben wir durch den Gesellschaftsfonds bewerkstelligen können. In den letzten zwei Jahren haben wir vier Ideenwettbewerbe ausgeschrieben. Darauf haben sich 120 Privatpersonen, Gruppen, aber auch Migranten-Selbstorganisationen, Verbände, Vereine mit ihren Projektideen beworben. Die 150.000 werden nicht immer ausgeschöpft. Das heißt, dass die Jury und auch die Kommunalpolitik sehr starken Wert auf die Qualität der Projekte legt und nicht auf die Quantität. Wir haben ein Konzept dann entwickelt, Frau Dr. Dubai und ich. Und wir haben das dann den Gesellschaftsfonds präsentiert. Und das hat gut geklappt, dass wir dann diese Förderung bekamen. Mit dem Geld haben wir auch pädagogische Betreuung der Kinder bezahlt. Also nach den Filmvorführungen haben wir immer Spiele mit den Kindern, tanzen, malen, erzählen, den Inhalt der Filme wiedergeben, alles in Muttersprache. Und dafür brauchen wir qualifizierte Betreuer, die haben wir mit diesem Geld bezahlt. Ohne diese Fördergelder wäre es nicht möglich gewesen, dieses Projekt durchzuführen. Und als gemeinnütziger Verein haben wir diese Mittel natürlich nicht. Wenn wir sie hätten, würden wir sie dafür auch gerne einsetzen. Aber so war es natürlich eine große Hilfe, dass wir das machen konnten. Wir möchten innovative Projekte fördern. Wir möchten auch Projekte, die nicht in der Dauerförderung, der kommunalen Dauerförderung sind, auch fördern, punktuell anstoßen, um
zum Selbstläufer zu werden, also auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also wir freuen uns über Gesellschaftsform, Zusammenleben. Und da haben wir gemerkt, viele von uns merken, dass wir auch ernst genommen werden und dass wir auch etwas übernehmen können. Mithilfe von Gesellschaft und hat natürlich geholfen, dass wir so schnell wie möglich dieses Netzwerk einzurichten, gründen. Januar 2010 haben wir den Antrag gestellt und Ende Januar war soweit. Ja, und das merken die Hannoveranerinnen und Hannoveraner, denn in den Stadtteilen, in denen sie leben, die GFZ-Projekte, die Projekte des Gesellschaftsfonds Zusammenleben, durchgeführt werden und sie erreichen sie auch. Sie erreichen ihre Kinder, sie erreichen die Familien, die Eltern, sie erreichen auch die Senioren.